So. Jetzt lade schneller. Wir wollen noch ein bisschen Witcher machen. Mal noch mal ein bisschen lauter. Oh, okay, zu laut. So, wo waren wir denn hier stehen geblieben? Eine sehr, sehr gute Frage, ne? Ja, finde ich auch. Goldenen Stürm. Okay. Würde ich sagen, machen wir auch direkt. Wir und der gute Geralt. Hat nicht nach Regen ausgesehen. Huste mich nicht an, du kannst Corona haben. Muss noch irgendjemand finden? Da. Okay, nicht schlecht. Finde ich ganz cool. Soll ich dir was schärfen oder um? Nee, Ich möchte, dass. Möchte, dass du mir was reparierst. Und zwar das hier. Und das am besten auch nochmal. Der Rest ist jetzt halb so wild. Bis dann. Würde ich mal sagen. Und dann laufen wir. Da ist noch eine Tafel. Die nehmen wir mal mit. Machen wir einfach mal. Alles mit, was mitzunehmen geht. Vielen Dank. Wo müssen wir jetzt hin? Hier scheinbar nicht, oder? Doch. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Warte mal, ich will einmal ganz kurz machen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Nein, nicht Deine nochmal. Gabe, wie funktioniert. Ich? Falscher. Falsch geklickt. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese.
Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Thierry erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft.
Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Soll ich Schwalbe Ciri darstellen? Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Okay. Rittersporn hat ein Bordell geerbt. So habe ich das gehört. Interessant. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Naja, es passt zu Rittersporn. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Das hoffe ich auch. Kannst du dir nicht vorstellen, wie sehr ich das hoffe? Können wir da hinreiten? Ja, können wir. Und wir reiten in den Abendhimmel. Du bist von der vulgären Sorte. Ja, ja, bin ich. Ja, nee, ich will jetzt hier gerade nicht prügeln. Gebummelt wird nicht. Nicht bummeln, bitte. Also Novigrad ist echt riesig, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, das hier ist der Eingang, durch den wir kamen. Und das erinnert mich so ein bisschen an Vizima. Also aus dem ersten. So, plötzlich dich lassen wir hier mal liegen stehen. Okay, da kommt man nicht rein. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Wir wollten nur... Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und kram sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kommst. Kräutern! Das war doch so dann, glaube ich, oder? Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen.
Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Ich glaube, das ist die Stimme aus dem ersten Teil diesmal wieder. Aua, aua, aua. Genau wie in alten Zeiten, was? Ja, ja, wie immer. Also, wir werden nie verlassen. Ich könnte einen Humpen vertragen. Ich sagte doch, das ist der Scheiße. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan? Gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Alles und nichts. Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Lange? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Ja. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Natürlich. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Hoppala. Warte. Jetzt. Dann suchen wir hier mal alles ab. Aus den besten Weingarten. Aha, jedes einzelne Fass. Der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Tja. Mein Antlitz so rot und heiß. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dol Blathana bekommen hat? Ja, er muss in Eile gewesen sein, wenn er sie zurückgelassen hat. Er lässt sie nie zurück. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Er trifft sich mal nicht mit Frauen. Sultan, bitte. Du willst die Frauen aufsuchen, die Rittersporn in letzter Zeit umgarnt hat? Die dürften mittlerweile recht wütend sein. Hast du eine bessere Idee? Außerdem ist Rittersporn eine Plaudertasche. Bestimmt wissen sie, was er so getrieben hat. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz... Kann ich das einmal hier hinschieben? Ja, kann ich. Ich muss hier gerade mal ein bisschen was umschieben. Damit ich gewisse Sachen ein bisschen deutlicher sehe gerade. So. Ich will den Chat halt in die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner.
in Ordnung. Mich selber muss ich nicht sehen. Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Okay, ich weiß nicht, ich würde mich aber gerne um einige andere Sachen kümmern. Ich hoffe, da habt ihr jetzt nicht allzu viel gegen. Weil wir ja hier wirklich noch so einiges an Aufträgen haben. Wir haben halt auch noch den Kreischling. Den Schatzsuch haben wir auch noch. Den Brief, den du gefunden hast. Wir machen erstmal hier den... Das mit dem Kreischling. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Ach, das ist seiner, oder was? Okay. Wenn wir in die Richtung gehen, dann kommen wir sogar... Was hast du denn so graue Haare, Süße? Okay, hat er mich ernsthaft gerade Süße genannt. Dann würde ich gerne einmal nach Krähenfeld zurückkehren. Du da, Fleißer, glaubst du etwa, deine zwei Schwerter können es mit 40 aufnehmen? Vielleicht nicht das, aber schon mit einigen. So, und wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt. Ich sehe. Den ich gerne auf das Schild machen würde. Aber ist er hier drin? Händler. Wie wär's mit einem Händler? Zeig mir deine Ware. So. Würde gerne einmal hier die Karten mit aufkaufen. Leb wohl. Du Weißer, was willst du? So, jetzt bin ich zwar wieder betrunken. Aber egal. Grüß dich. Ja? Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling. Ja, das ist hier unterwegs, holt sich Kühe und Ziegen, verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erlegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Oh Scheiße, meine Decke liegt zu weit weg. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Orsois Sohn Simko vielleicht. Er hat es mit eigenen Augen gesehen. Mit eigenen Augen? Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Okay, untersucht den Schauplatz des Monsterangriffes. Oh.
Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Geh, sag ich. Ich will deinem Vater rächen, aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit Eidechsenschwanz. Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Ruhig. Ruhig. Pass auf dich auf. Das ist noch nicht ganz so aufgelöst. Der Junge hat sowieso schon mehr als genug durchgemacht. Okay, also. Dann also einmal nach draußen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich plötzlich so müde bin. Oh. Das zerreißt mich so ein bisschen gerade. Aber warte mal. Ist der Licht meistens eigentlich eher am Licht? Ich werde deswegen einmal ganz kurz Licht anmachen, aber ein bisschen heller als eben. Und ein bisschen Water. Water trinken. Water. Eigentlich hätte mich die Cola mehr als wach halten müssen. Also ich möchte zumindest noch so ein, zwei Stündchen machen. Auf wann noch möglich ist. Weil ich ja versprochen habe, dass wir noch Witcher spielen. Und wenn es gar nicht mehr geht, ja klar, höre ich auf, aber... Da ich dann jetzt zwei, drei Tage mal Pause mache, würde ich noch so ein bisschen reinhauen. Bisschen noch auf meine Kosten kommen mit Witcher. Renn, kleiner Geralt, renn. Vielleicht hätten wir mit Pitze reiten sollen. Ich dachte, der Weg wäre nicht so weit. Also, was ich vorher nochmal machen kann. Stimmt, warte, ich kann auch einmal noch Fenster aufmachen. Mach ich auch einmal noch kurz. Dann ist es nämlich jetzt insgesamt auch noch mal ein bisschen kühler. Weil die Hitze macht es auch gerade noch nicht wirklich besser. Oh, aber wir sind kurz vor einem Levelaufstieg wieder. Okay, warte, hier. Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Ist hier noch irgendwas? Da. Blut. Monsterblut. Gut, hier finde ich Spuren weiter. Nehmen wir mal mit.
Da. Die Spuren führen zur Höhle. Eine Gorgo. Mit den Gorgos kennen wir uns auch aus. So. Das Geräusch kommt von da oben. Oder? Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es auffüllen. Eine Bombe, sagst du. Verdammt, es ist nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Ich muss es aufspüren, bevor es entwischt. Da ist die Gorgo. Da ist es. Diesmal wird es nicht entkommen. Ich hoffe es. Wir kreischen. Hallo, meine kleine Gorgo. Der Angriff der Bestie bringt dich zum Bluten. Die Blutung hält einige Zeit an. Hält einige Zeit an und verursacht stetigen Vitalitätsverlust. Wenn du über den Trank Schwalbe oder einige Lebensmittel verfügst, kannst du sie konsumieren, um die Regeneration deiner Vitalität vorübergehend zu beschleunigen, der Blutung entgegenzuwirken. Außerdem kannst du das Quenzzeichen wirken, um alle Effekte, die die Vitalität beeinträchtigen, sofort zu stoppen. Okay. Was jetzt? Komm schon. Jetzt. Dann holen wir uns mal unsere Belohnung ab. In der Höhle war, glaube ich, nichts mehr. Da hatten wir ja alles abgesucht. Und deswegen reiten wir jetzt einmal direkt zurück. Hoffen, dass wir jetzt nicht wieder irgendwo anecken, wie wir es so gerne tun. Ich finde es echt cool, dass man hier jetzt auch mit Pürze reiten kann. Ach Quatsch, wir müssen ja hier vorne mit dem reden. Mögen die Götter dich schützen. Da. Grüß dich. Ja? Grüße. Der Kreischling macht euch keinen Ärger mehr. Danke, Meister Hexer. Deine Belohnung. Viel ist es nicht. Aber wie sagt man? Wer den Pfennig nicht ehrt... Danke. Wenn ihr wieder mal Probleme habt, denkt an mich. Jo, und Stufe 12. Sehr nice. Machen wir das hier einmal. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Das packen wir auch mal hier rein.
Und das machen wir mal hier rein. Okay. Jetzt haben wir bei Alchemie. Erscheinungsabsurd. Gogo-Absurd. Greifen-Absurd. So, das hätten wir. Vollmond. Die maximale Vitalität. Öle, Hybridenöl. Gut. Aber wir haben verdammt viel, was wir hier schon machen können. So, was können wir denn jetzt noch machen? Das ist einmal Rittersporn. Das will ich noch nicht machen. Das Hauptquest machen wir erstmal. Wo war das nochmal? Gut, das machen wir da oben. Da können wir einmal zum Galgenhügel. Von da aus einmal weitermachen. Auftrag Kreisli. Na, du bist bleich wie Milch. Ja, ja, ich weiß, ich bin bleich wie Milch. Oh Gott. Wir haben schon wieder irgendeinen Erfolg freigeschaltet. The Contract of the Shrieker. Okay. Was auch immer das heißt. Da ist Plötze. Langsamer. Aber, plötzlich bitte einmal hier runter. Danke. Deine Führerin hat sich falsch geführt. Dieser Gestank. Lass ihn nicht zu Atem kommen! Aua. Scheiße. Ich lag immer dann, wenn er schon weg ist. Okay. Plötzlich würde ich gerne mit dir weiterreiten. Weiter so, Plätze. Schrecklich, diese Schwierigkeiten. Hier hinten war das. Ah, und hier ist das Ding mit dem Ghoulen. Hey, du da. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst. Was brauchst du? Ich will das. Abgemacht. Okay.